Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu unserer Reihe Was tut sich im deutschen Film? Und wie Sie sicher wissen, zeigen wir in dieser Reihe jeden Monat ein aktuelles, herausragendes deutsches Kinowerk, wie wir finden. Dieses haben wir gesehen beim Max-Ophüls-Preis in Saarbrücken, da hatte der Film seine Premiere und ja, hat uns sehr, sehr beeindruckt. Also es war kein langer Weg, sich zu entscheiden. Und wir freuen uns auch sehr, dass der Regisseur Gerd Schneider dann heute bei uns sein wird und das Gespräch führen wird. Einen herzlichen Applaus schon mal, Gerd Schneider. Dankeschön, dass Sie da sind. Und wie Sie es gewohnt sind von uns, das ist eine Kooperation mit der Deutschlands führender Fachzeitschrift EPD Film. Und Rudolf Worschig, der Chefredakteur, wird nachher das Gespräch nach dem Film dann mit Gerd Schneider führen. Ja, wie immer bei uns auch keine Werbung für alle, die das erste Mal da sind. Das ist bei uns die Regel. Was bei Was tut sich im deutschen Film besonders ist, wir zeigen einen, ja, ich sag mal, thematisch passenden Vorfilm. Und das ist in diesem Fall Herr im Haus aus dem Jahr 2000 von Gudrun Falke. Da möchte ich auch einen herzlichen Dank sagen an das Katholische Filmwerk, das uns den Film zur Verfügung gestellt hat. Der Film wird auch in Schulen eingesetzt, hat viele Festivalpreise auch gewonnen damals. Und was ganz spannend ist, auch Verfehlung wird dann über das Katholische Filmwerk in die Schulen kommen. Aber jetzt geht es zunächst mal los mit einem 7-Minüter Herr im Haus und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, das war Herr im Haus und begrüßen Sie nun den Regisseur unseres Hauptfilms Verfehlung, Gerd Schneider, hier vorne bei uns. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Passt der denn? Ja, der passt ganz gut. Also ich glaube schon, es wird nochmal gelacht, bevor der Herrgott das Haus verlässt. Fand ich ganz toll. Ich habe tatsächlich auch einen alten Kumpel wieder entdeckt, Ton Jochen Laube, genau, der sehr erfolgreicher Produzent ist. Ja. Der war in meinem Jahrgang an der Filmakademie in Baden-Württemberg, Ludwigsburg da. So klein ist die Welt. Sehr klein ist sie. Ja, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen heute Abend. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Das ist immer sehr schön. Ich war die letzten 14 Tage auf Kinotour mit meinem Film und habe da sehr viel erfahren dürfen, sehr viele Leute kennengelernt. Ist sehr anstrengend, aber macht auch einen großen Spaß, dass man mal wirklich nah am Publikum ist. Willst du uns denn was mit auf den Weg geben? Denn es ist ja ein doch sehr persönlicher Film von dir. Ja, ich glaube, das machen wir lieber nachher. Gerne. Alles, was ich sagen kann, ist, viel Spaß passt irgendwie nicht so richtig. Ich hoffe, dass die Erzählung sie so packt, wie ich mir das erhoffe. Deswegen würde ich sagen, Film ab. Ich kann nur sagen, uns hat es auf jeden Fall gepackt und es wird sie auch packen. Ganz toller Cast. Toll, dass du da bist, Gerd Schneider. Und nachher sehen wir uns wieder. Herzlichen Applaus nochmal. Dankeschön. Ja, bitte begrüßen Sie den Regisseur Gerd Schneider nochmal hier vorne bei uns mit einem herzlichen Applaus. Und Rudolf Worschig, der das Gespräch führen wird. Nimmt Platz. Ja, guten Abend auch von meiner Seite aus nochmal ein ganz herzliches Willkommen. Wir haben ja einen wirklich sehr berührenden und nahegehenden Film gesehen, mittlerweile auch einen ausgezeichneten Film. Er hat ja einen Preis gewonnen beim Kirchlichen Filmfestival. Das ist ein von beiden Kirchen getragenes Filmfestival in Recklinghausen. Erstmal dazu Gratulation. Dankeschön. Es ist immer so ein bisschen langweilig, mit der Entstehungsgeschichte eines Films anzufangen. Aber in dem Fall finde ich das ja wirklich sehr interessant, weil du hast ja, glaube ich, 2008 schon mit den Vorbereitungen angefangen und hast ja selber Theologie studiert. Vielleicht kannst du mal die ganze Geschichte erzählen. Also die Idee ist eigentlich noch älter, die hatte ich 2006 eigentlich. Also ich habe tatsächlich katholische Theologie studiert, um dann am Ende auch Priester zu werden. Habe dann im Hauptstudium, war ich ganz unglücklich verliebt damals und in eine Kommilitonin und dann fiel mir irgendwie auf, das ist vielleicht nicht mehr der wahre Jakob für mich. Und habe dann so vor der Weihe noch die Biege gemacht und mein Diplom noch gemacht, 98 und dann bin ich auf die Idee verfallen, Film zu studieren.
und habe tatsächlich das Glück gehabt, an der Filmhochschule angenommen zu werden, in Ludwigsburg, eben in Filmakademie Baden-Württemberg, um zu merken, dass die Hierarchien im Film sehr ähnlich sind wie in der katholischen Kirche. Also da gibt es halt dann doch mehr Päpste dort, einige mehr, ja. Aber trotzdem sind die beiden Dinge sich sehr ähnlich halt. Katholische Theologie bzw. Christentum und Film auf der anderen Seite, weil die katholische Kirche spielt seit 2000 Jahren dasselbe Stück mit großem Erfolg. Und in der Bibel stehen die besten Geschichten. Also das sind ganz archetypische Geschichten von Liebe, Hass, Schuld, Vergebung. Da ist einfach alles drin. Insofern lag das ja nah beieinander. Nur was mich halt ganz lange schon aufgeregt hat, auch in der Zeit, als ich noch Priesteramtskandidat war, waren so bestimmte strukturelle Probleme innerhalb einer solchen, ja schon absolutistisch zu nennenden Hierarchie, nämlich sich vor allen Dingen nicht in die Karten gucken zu lassen, Dinge intern zu regeln, ja, um die Marke zu schützen, wenn man das mal so wirklich von außen betrachtet. Und das bringt natürlich einfach ein Problem mit sich, dass nämlich die Glaubwürdigkeit ganz stark angekratzt wird unter Umständen, was hier passiert ist. Also es war mir klar, im Jahr 2000, 2001 war in den USA einfach ein großer Ausbruch an Skandalen von vertuschten Missbrauchsfällen im Erzbistum Boston, in Chicago, in Los Angeles. Also so der katholische Speckgürtel der Vereinigten Staaten, der eh nicht besonders dick ist dort, wo einfach massive Vertuschungen ans Tageslicht kamen. Da hat der Boston Globe damals eine Aufklärungskampagne gestartet. Die haben sogar einen Pulitzerpreis gekriegt dafür. Das wird übrigens auch verfilmt gerade, ne? Mhm. Mit Steven Spielberg als Produzenten, Tom McCarthy macht Regie. Die sind noch am Drehen, glaube ich. Ich bin deswegen mal vorneweg. Gott sei Dank mal. Und da haben die deutschen Bischöfe noch gelacht und gesagt, so nach dem Motto, naja, das passiert hier nicht. Das gibt's hier nicht. Ja. Also eine Naivität im Umgang mit der Sache, die bei Tageslicht besehen auch wirklich naiv ist. Also es ist nicht nur vorgeschoben. Ich werde oft gefragt, warum bist du schon so früh auf dieses Thema verfallen? Genau, weil es war 2010, glaube ich, tauchte das so richtig massiv auf, ja. Durch diesen Pater Wieser Mertes. Pater Mertes, genau, eben, ja, dem ehemaligen Leiter des Canisius-Kolleges in Berlin, der halt durch einen offenen Brief an die Öffentlichkeit ging, gesagt, in diesem Haus sind schlimme Sachen passiert. Ich verstehe überhaupt nicht, warum die Leute so überrascht tun. Das überrascht mich dann wiederum, weil hinter vorgehaltener Hand hat man da schon immer irgendwie blöde Witze drüber gerissen. Mhm. Ja, also die Engländer machen seit Jahrhunderten Witze über die Choir Boys, die Chorknaben und so. Also das ist jetzt nichts, was man nicht auch schon vor etlichen Jahrzehnten hätte wissen können. Und sich mit dem Thema vernünftig auseinanderzusetzen, das war mir halt wichtig. Oh. Wenn ich das indiskret fragen darf, gab es in deinem Umfeld einen Fall, Fälle, ja. Oder hat man das gehört? Also ich bin jetzt direkt mit einem Fall nie in Berührung gekommen. Okay. Es gab mal einen Kommilitonen, der, das habe ich jetzt auch schon in ein paar Interviews mal angemerkt, ich mache das eigentlich nicht so gerne, aber der hatte tatsächlich, da saßen wir mit vier Mann beim Bier und äußerte so, verfiel regelrecht in Panik, dass er Angst hatte, er könnte sich zu Kindern bzw. jüngeren Jugendlichen hingezogen fühlen. Da ist uns natürlich die Kinnlade runtergeklappt und wir haben ihn an den Spiritual verwiesen, also den geistlichen Begleiter im Haus. Der ist auch kein Priester geworden, aber da war einfach jemand in einer ganz schweren Seelennot, weil er einfach an sich etwas entdeckt hat, was er für ungesund hielt. Ob das wirklich so war, ja, ob er wirklich einen Hang zu Kindern hatte, das wage ich sogar mittlerweile echt zu bezweifeln, weil ich einfach eine Menge Kommilitonen damals hatte, wo ich dachte, naja, alles, was jetzt einer bestimmten Norm nicht entspricht, ist dann auch abnormal und krankhaft. Ja? Also darunter fällt eben dann auch Homosexualität. An sich völlig blödsinnig, ja. Weil im katholischen Klerus gibt es eine Menge Homosexuelle. Das ist auch kein Geheimnis, ja. Und das sind einfach sehr gute Seelsorger, schlicht und ergreifend. Die Kirche hat nun einfach ein massives Problem mit der Sexualität an sich, insbesondere Homosexualität. Also das muss man auch fein trennen. Ich halte auch Zölibat nicht für einen Grund von Missbrauch. Ja. Dazu passiert es an anderen Stellen viel, viel mehr und auch in Familien, wo man sich dann auch fragen muss, es gibt hier einen Ehepartner, warum kommt es dazu? Mir war viel wichtiger, eine Figur genauer zu betrachten, die auf den ersten Blick überhaupt nichts damit zu tun hat, und dann hineingezogen wird, weil ich glaube, das ist die viel stärkere Identifikationsfigur für einen Zuschauer, weil auch das
ist so mantraartig bei mir jetzt in dieser Tour, man muss kein katholischer Priester sein, um in eine solche Situation zu kommen, wie ja. Jakob Feld. Also dein Film geht ja, finde ich, auch gar nicht quasi über den Missbrauch selbst, sondern über Nö. Den Umgang und über die verschiedenen Wege. Der eine, der zaudert, bis er quasi den Weg für sich findet, und der andere, der das vertuschen will. Wieso, vielleicht ist jetzt auch eine blöde Frage, aber mich würde es trotzdem interessieren, wieso hast du jetzt quasi nicht den eigentlichen Missbrauch gezeigt? Also ich finde es richtig, ich finde, man muss das auch nicht sehen, Nö. Aber es hätte ja die Möglichkeit gegeben. Ja. Wäre vielleicht nochmal auch emotionaler gewesen oder böser oder... Auch unerträglicher eigentlich, weil, aber ehrlich gesagt, man weiß ja noch nicht mal, was jetzt wirklich passiert ist im Film. Das wird ja nie wirklich erwähnt, ja, sondern da werden Schriftstücke rumgereicht, Jakob wird blass um die Nase, ja. Das wollte ich nicht. Das ist auch eine Form von Voyeurismus, und da sind wir eh schon überladen in der Gesellschaft heute. Man kriegt so viel zu sehen, was man nicht sehen möchte. Ja. Ist natürlich auch dramaturgisch ein Kniff, indem man etwas andeutet, weil dann sofort das Kopfkino losgeht. Ja. Also Missbrauch ist etwas, da fangen sofort alle Synapsen an zu funken bei den allermeisten von uns. Und das Thema Missbrauch an sich ist so sperrig und so weit, da wird ja heute auch so viel drunter subsumiert, der ist geschlagen worden, der ist psychisch unter Druck gesetzt worden, da ist tatsächlich, beim anderen ist tatsächlich sexuell haben Übergriffe stattgefunden, also unter diesem großen Themenkomplex wird sehr viel subsumiert, was man im Einzelfall wieder sehr genau auseinandernehmen muss. Also hier jetzt etwas zu zeigen, was im Zweifelsfalle auch einfach qualvoll und unerträglich ist, wollte ich nicht. Ja, also das brauchen wir auch, glaube ich. Ja. Also ich fand ja, sicherlich ist die Hauptfigur Jakob. Ja. Aber eine sehr interessante Figur fand ich ja auch, wie Dominik ist der das quasi begangen hat, der dann die Karriere macht. Wie heißt die Figur? Oliver. Oliver, genau. Ja. Bei aller Unterstellung, dass er was vertuschen will, oder will er vielleicht gar nicht. Also man kommt da, als ich den Film in Saarbrücken zum ersten Mal gesehen habe, kommt man nicht umhin, sich zu fragen, wie würde ich in der Situation von dem reagiert haben, wenn ich jetzt irgendwie Verantwortung trage. Ich meine, er versucht es ja irgendwie zu regeln. Es ist sicherlich nicht der richtige Weg. Also er versuchte, die quasi Wahrheit schon unter den Tisch zu kehren, aber man kann es bis zu einem gewissen Grad auch irgendwie nachvollziehen. Darum ging es mir halt. Also ich wollte eigentlich nicht nur mit Oliver eine Figur erzählen, die nachvollziehbar ist. Ich wollte das eigentlich mit allen Figuren machen. Und ich glaube auch, dass das gelungen ist. Soweit bei Oliver ist es halt, der hat gute Gründe, auch wenn es die falschen sind. Ja? Ja. Also deswegen ist es auch im Film so gebaut, es gibt diesen sterbenden Vater, wo man sich auch denkt so, hä, was soll das jetzt? Er dann draußen halt mit Jakob steht und dann plötzlich so vehement wird und sagt, da schmeißt einer mit Dreck und es ist nur eine Frage der Menge, ob was hängen bleibt. Er sagte, wir haben Dresche gekriegt, bis wir 16 waren, aber wir wussten, wo wir hingehören, wir haben immer zusammengehalten. So. Und Kirche ist für ihn Familie. Er ist jetzt ein Würdenträger, er ist sakrosankt, den packt keiner mehr an, ja. Aber er wird die Kirche schützen, koste es, was es wolle. Da kommt keiner von außen rein. Im Grunde auch ein missbrauchter Charakter, wenn man so will, einfach mit Schläge großgezogen, der jetzt genauso hart reagiert. Mhm. Ja. Und das war mir extrem wichtig, genauso wie ich in Jakob nachvollziehbar gestalten wollte. Deswegen kommt man relativ früh im Film drauf, der war's. Es geht nicht darum, war er es oder war er es nicht. Das wäre auch ein bisschen respektlos, dann so zu tun, okay, er ist jetzt wirklich angeleimt worden. Was macht der Mann jetzt mit dem Wissen? Erstmal überhaupt nichts. Also er heult mit den Wölfen und geht den Weg des geringsten Widerstands, dass man ihm eigentlich beständig, je länger der Film dauert, man ihm eigentlich zurufen möchte, Alter, beweg deinen Arsch. Mhm. Also komm irgendwie klar damit. Also das ist ein Charakter, der an sich Seiten entdeckt, die er überhaupt wahrscheinlich erstmal gar nicht an sich wahrnehmen wollte. Deswegen, man sagt oft, das erste Bild eines Films erzählt das Thema, ja, um was es geht. Dann sind wir im Schwarz und wir fahren so langsam drauf zu und dann sind diese Schlitze da, das sieht so ein bisschen aus wie eine Beichtstuhlsituation. Man hat dieses sehr flehentliche Gebet, ja, um Führung, ja, um diese Sehnsucht. Und dann geht da eine Spinntür auf und da steht jemand, der sich entkleidet, ja, der Dinge ablegt
Und links und rechts innerhalb des Spindes spiegelt er sich in den Seitenwangen des Spindes wieder. Das ist eigentlich ein Triptychon. Ja? Also dieses Bild erzählt, hier entblättert sich ein Charakter und wird Seiten an sich wahrnehmen, die er noch nicht kannte. Deswegen haben wir das so gemacht. Also ich fand ja auch, dass überhaupt so die Pfarrer, das ist jetzt nicht so das gängige Pfarrerbild. Nee. Also sie sind nicht dick. Die gibt's auch. Genau, aber so diese Szene in der Kneipe, das fand ich jetzt schon irgendwie authentico gewissermaßen. Ja, interessant, die Leute halten es für authentisch, auch wenn sie das vielleicht gar nicht so kennen. Ich komme aus dem Sauerland, da gibt es halt Schützenfeste, da steht natürlich auch der Pfarrer im Kollarhemd an der Theke und trinkt ein paar Bier mit. Und den einen oder anderen muss man auch nach Hause tragen dann. Aber das sind, was ich halt zeigen wollte, ist, weil Priesterfiguren in Film und Fernsehen einfach oft nicht mal mehr nah an der Grenze zur Karikatur sind, schon darüber hinaus, ja. Figuren zu zeigen, die einfach der Realität entsprechen. Und das sind Leute meines Alters, ja, die ich gewählt habe. Das sind Männer, die irgendwie im Leben stehen, die es wurde auch zur Seminarzeit wahnsinnig viel Fußball gespielt. Das ist immer noch so. Mhm. Also physisch sich ein bisschen abreagieren, die untereinander auch eine sehr eigene Sprache haben. Also da wird rauer miteinander umgegangen, da wird auch physisch miteinander umgegangen, man umarmt sich, man hat irgendwie, man toucht sich so an, während es nach außen anders abgehandelt wird. Ja. Mhm. Dann kommt so die pastorale Sprache zum Tragen. Aber gerade so ein Jugendseelsorger, der ist natürlich den Jugendlichen gegenüber auch mehr Kumpel als Respektsperson. Und da besteht schon wieder ein ganz anderer Kontakt und ein anderes Vertrauensverhältnis. Und ich wollte eigentlich Figuren zeigen, die sich mal wohltuend abheben von vom lustigen Dicken, der Kriminalfälle löst, oder von diesen sinistren Gestalten, die halt irgendwie im Vatikan hocken und im Zweifelsfalle ein ganz wichtiges Geheimnis hüten. Das ist Blödsinn. Hm. Kann ich eigentlich nur so sagen. als wir haben unsere Kritik, die auch sehr positiv war, ins Netz gestellt und wir haben dann einen relativ bösen Kommentar dazu bekommen. Echt? Ja, haben wir aber gekillt. also nicht jetzt wegen dem Gespräch, sondern generell, weil der jetzt auch nicht sehr substanziell zum Film war, aber das machte sich vor allen Dingen an der Dominik-Figur fest. Ja. Hieß es in dem Kommentar, der würde ja aussehen wie aus diesem Vatikan-Pirelli-Kalender. Ja, den gibt es wirklich. Genau, ja, ja. Kenn ich, genau. Hat ein Kollege im Büro hängen. Wer? Auch vor allen Dingen an dem Umstand, dass Dominik, als er zur Rede gestellt wird von Jakob, also zu dem Übergriff gewissermaßen ja auch sagt, dass das quasi Liebe war oder sowas, oder dass er mit seinen Emotionen nicht umgehen konnte oder so. Ist das nicht auch so ein bisschen eine Reinwaschung? Nein. Nein. Also sehe ich überhaupt nicht so. Also klar, wir kennen irgendwie Priestergestalten, das sind halt tatsächlich die Dicken mit Seitenscheitel und Nickelbrille, die auf dem Land hocken und Kuchen essen. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit auch eine Form von Sublimierung. Aber es gibt eben auch die anderen. Aber diese Übergriffigkeit ist nicht am Äußeren festzumachen. Mhm. Ja, das ist ja das Perfide auch an der ganzen Geschichte. Nicht, also mal böse gesagt, jemand, der aussieht wie ein Vergewaltiger, ja, ist nicht zwangsläufig einer. Also und im Film sollte man erst recht nicht so besetzen. Also nach den Nürnberger Gesetzen gewissermaßen. Wer böse ist, muss auch böse aussehen. Mhm. Das ist Quatsch. Ja, also weil da, wo Übergriffe stattgefunden haben, das mag bei manchen Fällen so stimmen, dass man immer schon gedacht hatte, so, der ist irgendwie komisch, ja, der ist irgendwie auch so, der wanzt sich so ran. Und andere sind da sehr viel, die gehen da sehr viel cleverer vor, wenn man das überhaupt Vorgehen nennen möchte. Sondern ich glaube, dass da jemand einer Bedürftigkeit nachgeht, aufgrund von fehlender körperlicher Nähe, beziehungsweise ich Dominik hier etwas an die Hand gegeben habe, was sehr viel über die Figur aussagt. Der hat sich verliebt, ja. Also der steht im Grunde emotional auf dem Stand eines 14-, 15-Jährigen, weil er gedacht hat, das sind Geliebte auf Augenhöhe, ja. Wo jeder andere sagt, du bist ja vollkommen wahnsinnig. Auch das ist zu trennen von Homosexualität, ja. Sondern hier ist einfach jemand emotional stehen geblieben in seiner Entwicklung. Es gibt
tatsächlich einige Szenen, die es nicht in den Film geschafft haben, nicht weil sie schlecht sind, sondern aus dramaturgischen Gründen, weil es zu sehr wegführte von der Geschichte von Jakob. Man will eigentlich wissen, was passiert mit ihm, wo wird er enden am Ende, wo landet er. Es gibt eine Begegnung zwischen Jakob, zwischen Dominik und Mike, zwischen Täter und Opfer, die sehr dramatisch ausfällt. Mhm. Ja, aber dann klebt man plötzlich an der Stelle. Es gibt auch noch mehr über Mike, ja, wie der leidet, ja, und wie er versucht, damit umzugehen an der Stelle, weil ich manchmal auch höre, ja, die Opferperspektive kommt viel zu kurz. Das ist kein Film über Opfer. Mhm. Es ist aber auch kein Film über Täter. Mhm. Es ist ein Film über Leute in der zweiten Reihe, die hätten reagieren müssen. Und das trifft viel mehr von uns zu, als dass Täter oder Opfer auf uns zutreffen. Ich weiß einfach durch einen Haufen von Vorstellungen, die ich jetzt besucht habe, es sitzen immer wieder Opfer auch mit im Publikum und viele suchen tatsächlich auch noch das Gespräch danach. Ich bin sehr angetan, dass sie dann kommen und im Grunde mir auch keine Vorwürfe machen, weil das ist meine größte Angst, dass da jemand kommt und sagt so, was für ein Scheiß, da hast du uns einen Bärendienst erwiesen, sondern oder noch schlimmer, dass sie das Gefühl haben, sie sind retraumatisiert, ja, durch die Hilflosigkeit einer Vera und einer Familie und auch so einer kroatischen Familie. Das ist bis jetzt glücklicherweise nicht passiert. Aber mein Augenmerk liegt eben da, wo hätte gehandelt werden müssen, ohne dass ich sie außer Acht lasse. Mhm. Und da reichen die paar Szenen, die wir sehen von Vera, ja, die wir sehen von Djokovic, von Mike, von Jelko. Das reicht, glaube ich, aus, um das Leid zu erahnen und ansatzweise zu erfassen, was denen widerfahren ist. Mhm. Es gibt ja auch in dem Film eine wirklich sehr emotionale Szene, wo du das quasi verbindest. Das ist die Priesterweihe. Ja. Finde ich. Ne? Also das ist ja, wirkt ja für uns heutige, wenn die sich da niederlegen, als ein sehr antikes Ritual. Du schneidest ja dann die Mutter und auch den Kroaten dann irgendwie da rein. Also es ist schon irgendwie sehr bewegend. Sollte auch genau den Effekt haben. Also die Priesterweihe ist jetzt nicht nur, um zu zeigen, so, hör, wir haben viele Komparsen gehabt. Das sind natürlich auch fette Bilder, ja. Aber dieses Ritual der Priesterweihe ist sehr schön. Das ist, im Liturgie-Handbuch steht gewissermaßen, Priesterweihe besteht aus Handauflegung und Gebet. Das ist alles, ja. Dass das natürlich rituell so aufgeladen ist, die Prostration, das Hinlegen, ja, also die völlige Unterwerfung unter den Willen Gottes, ist aber auch gleichzeitig der Moment, an dem der Mensch die größtmögliche Nähe zur Erde hat. Also er ist geerdeter, geht's nicht. Mhm. Ja? Die Handauflegung, wozu jeder Priester im Dom aufgerufen wurde, wo ich mich jetzt ein bisschen ärgere, dass ich das nicht noch ein bisschen dicker mitgenommen habe. Da knien also diese 5, 6 jungen Männer. Jeder Priester im Dom legt denen die Hände auf, was natürlich eine sehr schöne Geste ist, wenn einer jemand anderen segnet, aber in der Masse halt Druck erzeugt. Ja, und unglücklicherweise wird hier ein junger Mensch mit all diesen Erwartungen, mit diesem Elitären, was damit verbunden ist, auch befrachtet. Und da kann ein Charakter schon mal einknicken an der Stelle. Und gleichzeitig jemanden zu sehen wie den Djokovic, der halt irgendwie trinkt und dann am Arbeitsplatz mehr oder weniger einen emotionalen Zusammenbruch hat, wo ein paar Kroaten meinten zu mir, das ist total unrealistisch, der hätte den eigentlich umgebracht. Aber ich... Ja, ich glaube das nämlich eigentlich nicht so, ne? Also weil ich, also diesen Mann zu brechen, dessen katholischer Glaube sein Ein und Alles ist, der ist Witwer, ja, und der da zwei Kinder durchbringt in einem fremden Land und dann da diese Basis verliert und eine Vera, die eigentlich auch eine Maske auflegt vor dem Spiegel, sich da betrachtet und irgendwie an ihren Gesichtszügen rumschiebt, ob sie überhaupt noch funktionieren kann, wie sie das gerne hätte. Also ein normales Leben zu führen, die sich nichts sehnlicher wünscht, als dass es wieder wird wie vorher, was total utopisch ist. Und einfach sagt, ich habe den Kanal voll, ich kann nicht mehr. Mhm. Was mir auch gut gefallen hat, ist, dass alle drei Priester irgendwo
so einen Moment des Eingesperrtseins irgendwie haben. Also der Dominik, der mit seinen Gefühlen nicht zurechtkommt, Oliver, der in quasi die Hierarchie eingebunden ist, aber auch Jakob, wo du immer merkst, sagt ja auch diese Gefängnispsychologin irgendwie nicht schlecht, paratypisches Defizit und so. Aber auch bei dem merkst du ja, wie er die ganze Zeit mit sich kämpft und nicht wirklich raus kann. Die Visualität des Films ist auch so gewählt, dass man relativ wenig Horizont hat. Also im Gefängnis ist eh wenig mit Horizont. Einer der schönsten visuellen Momente, also wenn man sagt, man redet dann von, dass man Dinge veräußert, ja, also eben nicht im Dialog verpackt, sondern ein Bild dafür findet, ist eigentlich, nachdem Dominik verprügelt wurde und er dann der Jakob sich auf dem Parkplatz im Auto versteckt. Das ist eigentlich das perfekte Bild dafür. Der sitzt in diesem Auto drin, dann kommt die Susanne und klopft so an die Scheibe, genau. Und er macht so einen kleinen Spalt auf. Das ist sein Dasein, ja. Er ist in sich selbst verkapselt und dann kommt jemand, dem er vertraut, und er macht so ein Stück auf und sie langt genau da durch und fängt an, ihm so, also in das Haar zu kraulen, und er gönnt sich für so ein paar Sekunden diese menschliche Nähe, diese Wärme und Berührung, nur um dann wieder die Krallen auszufahren. Mhm. Ja. Das finde ich selber ein wahnsinnig schönes Bild, weil das einfach so seinem Dasein entspricht. Wir hatten eigentlich ganz am Anfang, wenn er nach Hause kommt nach der Kneipe und so ein bisschen angetrunken ist, hatte Sebastian Blomberg, eben der den Jakob spielt, so eine Variante, die wir auch reingeschnitten haben. Da hatten wir halt einen Krach mit der Redaktion, weil jemand das versteht keiner, weil er nach Hause kommt, seine Schuhe auszieht und so sagt, so bin wieder da, aber da ist niemand. Mhm. Ja, also das ist so dieses Gefühl von, ich bin zu Hause, aber es ist keiner da, um mit mir mein momentanes Glück zu teilen. Ja, er ist halt dann doch allein. Und ich habe versucht, dann trotzdem das kenntlich zu machen bei allen drei Figuren. Mhm. Wie einsam und im Grunde auf sich selbst zurückgeworfen sie sind. Mhm. Wo habt ihr eigentlich gedreht? Also das eine war in der richtigen Kirche. Quasi. Das sind alles richtige Kirchen. Ja. Also es sind da haben wir einfach das Glück gehabt. Also ich habe relativ früh angefangen, mit dem katholischen Stadtdekanat in Stuttgart zu arbeiten, habe denen das Buch geschickt und dann habe ich so die ein, zwei Figuren gefunden, die halt dann wichtig sind, die sagten, okay, ist es fair. Okay, wir finden es irgendwie sogar gut, ja, und sehen es als Form der Aufarbeitung. Und die haben mir dann ermöglicht, nachdem ich dann mit den entsprechenden Pfarrern gesprochen habe, also die ja Chef ihrer jeweiligen Kirche sind, dass die dann im Stadtdekanat anriefen und sagten, wer ist der Vogel? Ja, ja, wissen wir, alles gut. Ne? Und dann ging das. Also wir haben komplett in katholischen Kirchen gedreht. Mhm. Was auch wichtig war. Plan B wären die evangelischen gewesen, aber da muss man halt einiges verändern. Und die waren nicht so kooperativ, weil sie Schiss hatten. Es ist eigentlich also Problem in der katholischen Kirche, jetzt wollt ihr bei uns drehen. Ja. Also es ging in der Hinsicht... Es gab in der evangelischen auch Missbrauchsfälle. Eine ja, Bischöfin eben. Ist zurückgetreten, aber zum Beispiel. In die wollten sie jetzt nicht auch noch reingezogen werden wahrscheinlich. Aber diese Kirchen, die ich gewählt habe, zum Beispiel die Gemeindekirche von Dominik, ist von 1964. Und manche werden es vielleicht wissen, die selber katholisch sind, das waren die Jahre des Zweiten Vatikanischen Konzils. Da war die Kirche so im Aufbruch, ne? Machte das Fenster auf, mal frischen Wind in die vermufte Bude lassen. Und so ein erzbischöfliches Arbeitszimmer, das ist auch 60er Jahre, ja, mit Stäbchentäfelung und sowas. Ich habe diese Motive deshalb gewählt, um so ein bisschen anzudeuten, sie ist eigentlich in der Zeit stecken geblieben. Das ist nicht so richtig durchentwickelt. Die guten Ideen, die damals da waren, davon ist einiges tatsächlich auch auf der Strecke geblieben. Und das ist dieses Spannungsfeld von schon, aber noch nicht, ja, was tatsächlich auch ein katholischer Terminus ist, das da mit hineinfließen zu lassen. Also wir haben die Motive alle mit großer Sorgfalt ausgewählt. Dieses Bild nach der Pfarrgemeinderatssitzung, wo es so hoch hergeht und dann kommt der Oliver da raus und sagt, was machst du eigentlich hier? Und das sind zwei Türen. Ja? Also eine hätte gereicht, aber das war für mich schon einfach die Andeutung dessen, welche Wege da eingeschlagen werden. Deswegen, mein Kameramann hat den Raum gehasst, weil man da kein Licht setzen konnte. Wir haben alles unter die Decke gedübelt, ja, an Lampen. Aber ansonsten war ich wirklich sehr glücklich damit. Und wie war es mit Sebastian Blomberg? Ist ja schon ein relativer Star und man sieht dem ja auch immer an, wie es quasi in ihm brodelt. War das deine Vorgabe oder...
Nee, Sebastian ist jemand, der sich halt ganz stark in diese Figuren auch reinwühlt. Und das ist manchmal auch tierisch anstrengend, weil der immer die intellektuelle Auseinandersetzung sucht. Und beim Dreh hat man halt natürlich so einen riesen Klotz am Hintern, der bewegt werden muss. Das sind irgendwie, ist das ein 60-Mann-Team. Wir waren zur Vorbereitung mit den drei Hauptdarstellern, war ich halt in einem Kloster in Nordrhein-Westfalen, im Benediktinerkloster. Einfach um Drehbuchlesungen zu machen, das Buch durchzuarbeiten, liturgische Ausbildung gewissermaßen, weil keiner von denen hat je mal da gestanden. Und da waren intensive Gespräche mit den Patres und Fratres, ja, die auch sehr offen mit uns umgegangen sind und ziemlich aus dem Nähkästchen geplaudert haben. Und da haben die einfach für sich den katholischen Kosmos auch entdeckt. Und klar, wenn man dann miteinander arbeitet, gerade an so einem sensiblen Thema, ja, dann wird es auch schon mal anstrengend, dann wird es auch mal laut. Ne? Und dann gibt es auch mal Krach am Set oder so und dann streitet man sich um die Auslegung einer bestimmten Geste, eines Wortes, eines Satzes. Und das lohnt aber. Es lohnt unglaublich, auch wenn der Weg dahin total anstrengend ist. Weil man kann das so gut vorbereiten, wie man will. Einen Film zu drehen ist dann eigentlich nicht nur noch abfeiern von dem, was man auf dem Zettel stehen hat, sondern da entsteht das, was man jahrelang geschrieben hat und sich ausgemalt hat. Und man hat dann unglücklicherweise oft das Problem, so, ja, dafür haben wir jetzt eine Dreiviertelstunde. Und dann muss die Szene sitzen. Und dann versucht man da natürlich alles reinzupacken und rauszuholen, was irgendwie drin ist. Es gehört ja zu den Ritualen dieser Veranstaltung, dass wir das dann für das Publikum öffnen. Wir sind aber noch nicht so weit. Ich wollte Sie nur schon mal vorwarnen, dass Sie sich Fragen und Kommentare ausdenken können. Urs geht dann so mit dem Mikrofon. Ich habe aber noch zwei oder drei Fragen. Ist der schon von offizieller Seite aus gesichtet, begutachtet Ja. und gibt es da eine Haltung? Also es gibt eine Haltung der verschiedenen Figuren der katholischen Kirche. Also ich will jetzt nicht sagen, es gibt eine Haltung der katholischen Kirche an sich. Wir haben tatsächlich eine Filmtipp-Empfehlung von Radio Vatikan. Das fand ich irgendwie ganz kurios. Die kam letzte Woche irgendwann. Ich habe den Film Vertretern der Bischofskonferenz gezeigt. Also auch dem Mediendirektor, dem Peter Hasenberg, der den Film sehr mag, ja, und seinen Bischöfen dringend empfiehlt. Ich habe in Vorstellungen oft Kleriker sitzen, die sich dann im Gespräch manchmal auch outen und sagen so, ich bin katholischer Priester. Ich finde es ja gut, weil ich möchte gerade, dass der Klerus den Film sieht. Also die bisherige offizielle Meinung oder Haltung der katholischen Kirche ist, dass sie den Film toll findet. Von denen, die das nicht tun, kriege ich nichts mit. Also das ist dann, wird es dann wahrscheinlich verschwiegen oder durch Nichtbeachtung ausgesessen. Willst du mal so sagen. Was habe ich noch? Vielleicht, du hast an der Filmakademie Baden-Württemberg studiert. Gibt es einem ein gewisses Rüstzeug, seinen ersten Film zu machen? Wir hatten vorhin beim Abendessen darüber gesprochen, dass ein Gast, den wir auch schon hier hatten, Johannes Naber mit Zeit der Kannibalen, war der hier in unserer Veranstaltungsreihe, auch bei deinem Film mitgewirkt hat. Entsteht das so? Ist das das Wichtige am Studium? Ja, also das Rüstzeug kriegt man, also das Filmhandwerk ist im Grunde schnell erlernt von der technischen Seite aus her. Da geht es dann eher darum, was möchte man für Geschichten erzählen und in welchem Stil will ich da arbeiten. Und man lernt, das wichtigste Rüstzeug, was man eigentlich an so einer Filmhochschule kennenlernt, sind die Leute. Also weil man mit denen eigentlich dann immer wieder arbeitet. Das ist so eine kleine Familie, die sich da herausbildet. Also der Kameramann ist auch derselbe wie bei Zeit der Kannibalen, der Pascal Schmidt, weil wir einfach seit ewigen Zeiten, also seit der Filmakademie, sehr eng befreundet sind. Und Johannes ist auch ein Freund von mir. Und weil er auch ein sehr guter Oberbeleuchter ist, haben wir ihn gefragt. Und er sagte, klar, macht er. War einfach toll, dass man, und da waren noch etliche andere dabei. Also die Produzenten sind auch aus meinem Jahrgang und Felix, Julia, Katja, die kenne ich alle schon ewig und wir sind eng befreundet. Und es macht dann einfach einen großen Spaß, mit solchen Menschen zu arbeiten, weil ich mich auf deren Leidenschaft auch verlassen kann. Ja, das ist halt nicht Dienst nach Vorschrift und die wurden jetzt auch nicht gerade übermäßig gut bezahlt. Also die wurden schon gut bezahlt, aber jetzt nicht so, wurden sie auch nicht reich mit. Ja, dann würde ich doch mal sagen, sind wir gespannt auf Ihre Meinungen und Kommentare. Genau, geben Sie mir einfach ein Zeichen. Ja.
Also ich bin tief beeindruckt von Ihrem Film und Dankeschön. Finde es ausgesprochen fast genial gemacht, dieses sensible, hochkomplexe Thema, was so unendlich schwierig ist, so komplex und differenziert und emotional eingängig darzustellen. Es ist einfach klasse. Danke, da freue ich mich natürlich sehr. Ja, dem Lob möchte ich mich auch anschließen, habe aber auch eine Frage. Und zwar betrifft das das Stichwort Null-Toleranz-Politik. Das kommt ja jetzt gar nicht vor in Ihrem Film. Gibt es da einen Grund dafür oder gab das die Überlegung, das auch mit zu thematisieren? Also das heißt, Priester dürfen gar nicht mehr zurück in die Gemeinde, denn der geht ja zurück dann auch, was mich jetzt überrascht hat, oder er kniet dann hinten. Ja, ja, es versteckt so ein bisschen halt. Ja. Also null, diese Null-Toleranz-Politik, die jetzt auch in eigentlich den allermeisten Bistümern gefahren wird, das war für mich hier erstmal noch keine Maßgabe, sondern ich will im Grunde genommen so die Fälle davor noch zeigen. Ja? Also bevor man so der Ruck durch die Gemeinde geht oder durch die katholische Kirche. Ich habe es so ein bisschen in die Ära Benedikt verlagert. Also es ist in der Sakristei, wo der Kleine dann reingeschleppt wird, der umgekippt ist, da hängt halt Benedikt als Papst an der Wand und nicht Franziskus. Also weil ich... Hat er auch schon, aber Benedikt ist auch einer der Vertreter, die sich nicht so in die Karten gucken lassen. Ja, also der hat darüber nicht geredet, wie viele er aus dem Dienst entfernt hat. Von wegen Null-Toleranz-Politik kann ich Ihnen so viel sagen, also im Erzbistum Köln gibt es gerade einen Fall, wo der neue Erzbischof Wölki, ja, mein alter Direktor aus dem Collegium Albertinum, der guckt den Film auch noch. Da bin ich sehr gespannt, was er sagt, weil wir uns noch gut kennen. Der hat jetzt einen Fall, wo ein Pfarrer offensichtlich vor 25 Jahren zwei Mädchen angefasst haben soll, das wohl auch stimmt. Er hat ihn aus der Gemeinde entfernt und die Gemeinde begehrt jetzt auf. Sie wollen ihren Pfarrer wieder haben, weil es ist ein Top-Mann und das ist doch 25 Jahre her. Ja, und dann sagen die Familien, ja Leute, wir haben sehr darunter gelitten und die jetzt erwachsenen Frauen haben das auch so gesagt. Aber anscheinend sind die Leute so fasziniert von diesem Mann, dass sie jetzt schon androhen, wir treten aus der Kirche aus, wenn der Mann nicht hier bleibt. So, jetzt hat Wölki das Problem, dass er also nach den neuen Richtlinien entsprechend handelt, alles richtig macht und macht auch alles falsch. Also das ist scheiße. Also das, also wie man es macht, macht man es tatsächlich dann verkehrt. Tut mir leid. Wie findest du überhaupt so kleine Zwischenfrage, nur den Umgang der katholischen Kirche? Es gibt doch, glaube ich, jetzt in jedem Bistum auch einen offiziellen quasi Missbrauchsbeauftragten. Ja, das ist, also es gibt irgendwie 150 Missbrauchsbeauftragte mittlerweile und auch Präventionsstellen, die eigentlich wichtiger sind fast noch, ja, damit es nicht dazu kommt. Aber ich bin persönlich der Meinung, wir werden das nicht verhindern können. Ja, also das wird wahrscheinlich immer wieder passieren. Nur wie dann damit umgegangen wird, das ist jetzt die wichtige Frage. Und ich glaube, dass die katholische Kirche da mittlerweile verstanden hat, was die Stunde geschlagen hat. Es gibt noch so ein paar, die da gerne das nicht mehr drüber reden wollten, so nach dem Motto, wir machen doch jetzt alles. Also ich war vor 4 Wochen noch in Rom und habe eben den Leiter des Kinderschutzzentrums da kennengelernt, Pater Zollner. Die sehen ziemlich klar, wie das zu handhaben ist. Und der hat auch tolle Ideen in der Prävention, muss man echt sagen. Meine Frage. Ja. Komme ich gleich nochmal drauf. Ja. Also, oder kann ich das kurz beantworten? Ja, ganz kurz. Also, was das wäre, ja. Also, er hatte mich zum Beispiel gefragt, ob ich mich daran beteiligen würde, filmisch das insofern aufzuarbeiten, Interviews zu führen mit Opfern und Tätern, die darüber reden wollen, und das in der Priesterausbildung zur Pflichtausbildung zu machen, sich damit intensiv auseinanderzusetzen, nah an diese Figuren heranzukommen. So sie das zulassen, also das wird dann halt filmisch aufgearbeitet, um sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, was in den letzten 20 Jahren im Grunde unter den Teppich fiel. Und das finde ich zum Beispiel schon eine sehr gute Herangehensweise, also auch offensiv heranzugehen. Ja, was mich mal interessieren würde, ist, gab es Versuche, sag ich mal, seitens von Opferverbänden oder seitens der Kirche, sag ich mal, auf irgendeine Weise gerichtlich oder mit anderen Methoden gegen bestimmte Darstellungen vorzugehen in dem Film. Weil ich frage halt nur deswegen, weil
ich meine, wenn man bedenkt, es gab ja durchaus Filme über die katholische Kirche, die kritisch waren und wo sich durchaus auch Widerstand gehegt hat. Und deswegen würde mich mal interessieren, ob es da auch Versuche gegeben hat, da irgendwie einzuwirken oder... Nein, nicht. Also weder von der einen noch von der anderen Seite. Ich glaube, von kirchlicher Seite hat man sich das, also selbst wenn es die Überlegung gegeben hätte, vielleicht gab es die auch beim einen oder anderen, das hat man sich dann, glaube ich, verkniffen, weil das wäre eigentlich der größte Paukenschlag gewesen. Katholische Kirche will einen Film über Missbrauch verhindern. Ja, ja, also das wäre halt der Schuss in beide Knie gewesen, mit Anlauf. Also dadurch, dass ich halt sehr früh angefangen habe, auch das Buch an bestimmte Stellen zu geben und sie halt gesehen haben, es ist jetzt nicht schwarz-weiß. Mir geht es auch nicht darum, jetzt einfach nur auf die Institution einzuprügeln, sondern ich hebe auf einzelne Menschen ab an der Stelle. Und das haben sie, glaube ich, begriffen, dass es nicht darum geht, die katholische Kirche niederzureißen, weil es so ein Päderastenhaufen ist. Das sehe ich so nicht. Ich bin nach wie vor Katholik und auch Mitglied der katholischen Kirche. Also den Stempel kriege ich auch nicht weggewischt. Und wenn mir an dem Verein, also an der Kirche nichts mehr läge, ja, dann hätte ich diesen Film nicht gemacht. Und gab es von anderen, anderer Seite irgendwelchen Widerstand? So nee. Opfer oder? Nee. Ich habe, also wir haben tatsächlich keinerlei Widerstand erfahren, der mir auch, also ich habe, glaube ich, auch davon mitgekriegt, wenn irgendwas abgebogen worden wäre von der Produktion, aber das hat nicht stattgefunden. Also ich wüsste jetzt auch nicht wo, also wogegen, ja, also was hätte man bemängeln wollen oder verklagen wollen. Ja? Ich hätte dann noch mal eine Frage zum Film. Ja. Was mir auffiel, wenn ich das so verfolgt habe, war, dass es, und wenn ich es im Abspann richtig gesehen habe, hieß der Kameramann auch nicht Kameramann, sondern Bildgestalter. Ja. Und das hat der Film eigentlich auch rübergebracht. Schön, das sage ich Ihnen sehr gern. Nein, es waren ganz wunderbare Bilder, auch dieses zwischen Dinge scharf stellen und verschwimmen lassen und ganz wunderbar. Mhm. Womit ich nicht so ganz zurechtgekommen bin, ist, dass so diese sehr konsequente, eigentlich straightforward erzählte Geschichte mit diesen Bildern nicht immer übereinlief. Das mag aber auch daran liegen, dass es ein früher Film ist, keine Ahnung. Ja, wo läuft es denn auseinander? Nein, also, das ist eigentlich ein großes Kompliment. Ja, danke. Ich fasse es auch so auf. Ich kann jetzt nicht von irgendeinem End-20 oder Anfang 30er da irgendwie... Ich bin 41. Dann haben Sie sich außerordentlich gut gehalten, Kompliment. Nein, ich finde es ja, also Sie müssen sehen, ich stehe so dicht davor. Ich habe jetzt aber streckenweise dann eben auch, die Geschichte ist ja unheimlich, die reißt einen mit, die nimmt einen mit, die nimmt einen in Anspruch und dann lässt man sich aber von den Bildern auch wieder mitschwimmen und mitreißen und das ist so ein bisschen so ein, ja, diese Mischung ja auch gewollt, keine Ahnung. Also ich kann da im Grunde wenig zu sagen, weil ich stehe so dicht da dran, ja. Also wenn man sich so lange mit einem Projekt auseinandersetzt und auch im Schneideraum einfach, also mich mit meiner Cutterin nochmal 8 Wochen dazu gebracht hat, die hat da tolle Arbeit gemacht. Also ich finde das auch einen sehr intelligenten Schnitt, wo ich dann trotzdem immer dabei saß, aber die hat auch eine gewisse Eigenständigkeit in ihrer kreativen Arbeit. Wir sind immer wieder zwischendurch auch ins Kino gegangen, um uns den Rohschnitt auf der großen Leinwand anzugucken, weil das ist einfach auch nochmal ein Unterschied, ob man jetzt an so einer kleinen Briefmarke da sitzt und guckt oder eben auf der großen Leinwand. Wenn Sie das so sehen oder so empfinden, kann ich da im Grunde im Moment keine Stellung zu nehmen. Fragen Sie mich in einem Jahr nochmal, wenn ich da drauf gucke, weil ich finde ihn gelungen, wie er ist. Ja. Ich habe das, glaube ich, richtig verstanden. Aber wenn es da irgendwo Divergenzen gibt, die mögen auch da sein. Ja. Nur bin ich noch nicht fähig, das zu sehen. Es ist so ein bisschen wie nach einem Disco-Besuch, wo man einfach noch taube Ohren hat. Ja. Aber was jetzt die Bilder anbelangt, bin ich da auch sehr froh. Ja. Also Bildgestaltung ist eigentlich auch das bessere Wort, weil Kamera, da sitzt auch oft ein Schwenker dran und der eigentliche lichtsetzende Kameramann packt, also in den USA ist es oft so, die packen nicht mal mehr, die fassen eigentlich kaum noch eine Kamera an. Ja. Die setzen Licht und haben einen Quadreur und einen Schwenker. Wenn wir gerade bei der Technik sind, habe ich das richtig gehört, dass in 2 Szenen, glaube ich, wo es ganz dramatisch wurde,
Das irgendwie so verdeutlicht wurde, dass da so eine Art Hörsturz soundtechnisch zu vernehmen war. So Tinnitus-mäßig ja, oder ja, sowas. So ein bisschen, ja. Genau, das fiel mir nur gerade auf. Ja. Dann wollte ich noch eine Anmerkung fallen lassen. Es gibt ja auch diesen Film über die Missbrauchsfälle in der Odenwaldschule. Ja. Und der ist meines Wissens, wenn ich da mich richtig erinnere, verhindert worden, weil ein Opfer dagegen geklagt hat und Recht bekommen hat, weil er sich erkannt fühlte. Also da der Film zu konkret wurde und er sagte, ich werde da erkannt als Person, der Film darf nicht gezeigt werden. Mhm. Er darf seitdem auch nicht mehr gezeigt werden. Nee, die haben jetzt, im Moment läuft da der Prozess gerade. Ah, okay. Also ich kenn, aber er wurde ausgestrahlt. Genau. Genau. Er wurde ausgestrahlt, die Auserwählten hieß der. Ja. Also ich kenne den Producer und den Drehbuchautor und den Redakteur. Die kotzen natürlich so ein bisschen halt, ne? Weil das jetzt noch so aufkommt. Da besteht natürlich einfach das Problem in der Darstellung von realen Figuren. Jetzt heißt Gerold Becker nicht Gerold Becker in dem Film, ja, der große gottgleiche Pädagoge dieser Zeit, sondern Oskar Pistorius oder Simon Pistorius. Ich habe zum Beispiel kein explizites Bistum genannt. Nicht mal die Stadt ist erkennbar. Ja. Wir haben Nummernschilder RK, römisch-katholisch. Also das ist... Also, dass jetzt sich niemand irgendwie entfernt auf die Zehen getreten fühlt oder dass irgendein Bistum sagt, so, warum ist es bei uns? Ja, und warum wird es so dargestellt? Also, da wollte ich schon, also der Chance wollte ich entgehen und auf der anderen Seite auch die Universalität des Problems zeigen, weil das ist etwas, was überall auf der Erde vorkommt. Also überall da, wo die katholische Kirche ist und darüber hinaus. Ja, ich wollte auch nur das als Anmerkung fallen lassen. Ja, aber das kann uns hoffentlich nicht passieren. Genau, so habe ich es auch gesehen. Ich habe nur noch eine ganz andere Frage, das wollte ich eigentlich sagen. Kennen Sie den Film Glaubensfrage? Ja klar, genau. Laut. Also ich weiß nicht, wer nicht gesehen hat, da ist das ja ein bisschen anders aufgezogen. Bis zum Schluss wird nicht klar, ob es diese Missbrauchsfälle gegeben hat oder nicht. Um die geht es auch gar nicht in diesem Bühnenstück eigentlich. Und der Autor hat es auch selber inszeniert mit Philip Seymour Hoffman und Meryl Streep. Genau, ich wollte auch nur fragen, wie Sie den finden im Vergleich zu Ihrem Film. Da geht's, das ist eigentlich nur ein Machtkampf zwischen der Nonne, Urs, ich glaube die Dame neben, da oben auch. Okay. Komm gleich. Ja, ja. Da ist eigentlich der Machtkampf zwischen der Nonne, eben auch der feminine Anteil der katholischen Kirche und diesem Mann, diesem Priester eben. Das ist das, was im Vordergrund steht. Und sie im Grunde das ja auch instrumentalisiert und das vorantreibt. Und der hat diesen Jungen angefasst und in dem entscheidenden Gespräch einer Mitschwester gegenüber sagt, ich weiß es nicht, aber ich krieg den Kleinen. So, und das ist, die gehen ganz anders damit um. Ich habe den Film, habe ich natürlich Panik gekriegt, weil ich damals schon an dem hier gearbeitet habe, an dem Buch und sah dann, okay, das ist ganz anders gelagert. Ich habe gesehen, Ihr besonderer Dank gilt unter anderem auch Klaus Mertes. Mhm. Darf ich mal fragen, inwiefern der Sie unterstützt hat? Weil ich sehe so ein bisschen auch die Rolle, er muss sich ja auch sehr der Frage stellen, ab wann hast du etwas gewusst und ab wann hast du gesprochen? Das weiß er auch. Also ich habe ihn kennengelernt, weil ich ihm über eine gemeinsame Freundin das Buch geschickt habe. Und dann haben wir lange telefoniert, dann bin ich auch mal runtergefahren nach St. Blasien da im Schwarzwald, wo er jetzt an diesem Kolleg als Direktor tätig ist. Und über die Tour sind wir einfach enger bekannt geworden halt. Der hat einfach eine Weile, also er hat mal gesagt, er sieht sich so ein bisschen in der Figur Jakob entfernt und meinte halt so, naja, wofür der 90 Minuten braucht, dafür habe ich 20 Jahre gebraucht. Ich weiß nicht, inwieweit er bestimmte Dinge ab wann wusste. Ihm war nur irgendwann klar, hier ist Feierabend. Das muss jetzt alles raus. Ja? Und er hat Erfahrung gemacht, also ich weiß noch, unser erstes Telefonat lief ungefähr so, ich habe ihn angerufen, dann wurde am anderen Ende abgenommen, dann gab es 3 Sekunden Pause und dann hieß es so, Mertes, und ich sage, sind Sie dran oder ist es ein Anrufbeantworter? Und er sagte, nee, ich bin dran. Und ich meine, so war nur komisch, weil erstmal nichts kam. Und er sagte, ja, er macht es immer noch so, weil ihn immer noch Leute anrufen, wenn er abnimmt, die erstmal anfangen loszubrüllen und ihn beschimpfen. Deswegen wartet er erstmal ab. Ja. Und das kommt jetzt nicht nur aus der Kirche heraus, dass er da irgendwie Krach gehabt hat, sondern als Beispiel dafür, wie er mit den Fällen im Canisius umgegangen ist, hat er massiven Ärger mit Teilen der Elternpflegschaft gehabt, die ihm vorwarfen, sie haben unser Haus diffamiert.
Unsere Kinder sind total verwirrt. Ja, also der dann irgendwie sah, die eigentlich doch positiv reagieren müssten, sagen jetzt, du hättest besser den Mund gehalten. Also ich kann dazu nicht Stellung nehmen, was er wann wie gewusst hat. Aber ich kann nachempfinden und versuche, nicht von ihm ausgehend, sondern diese Figur Jakob wohnt es auch inne, dieses Spannungsfeld, welche Fliehkräfte an dem zerren, ja. Soll ich was sagen, soll ich was nicht sagen? Wenn ich was sage, ist es auch falsch. Ja? Oder plötzlich weht der Wind aus einer ganz unerwarteten Richtung. Also ich kann Ihre Frage eigentlich nicht wirklich beantworten. Ich kann aber den Kontakt herstellen, wenn Sie ihn fragen möchten. Also verwirrt, das ist ein gutes Stichwort, weil ich bin eigentlich auch ein bisschen verwirrt, muss ich schon sagen. Was ich so faszinierend an diesem Film fand, ich dachte eigentlich auch, ich hätte eine eindeutige Meinung. Aber je länger der Film dauerte, desto mehr hatte ich das Gefühl, ich könnte mich mit fast jeder einzelnen der Personen identifizieren. Da war überall etwas dran, was ich nachvollziehen kann. Und auch selbst das Angebot der Kirche, des Olivers, jetzt das geltlich zu regeln, die Nachfrage von ihm zum Beispiel, wollen Sie, dass Ihre Kinder nochmal durch das alles durchgehen? Und sehr perfide ich bin eigentlich. Wirklich, also was mich sehr beeindruckt hat, ist, dass es keine Schwarz-Weiß-Zeichnung war, dass es keine Bösen gab und keine richtig Guten oder richtig Böse und richtig Gute, sondern dass es sehr ambivalent ist und dass man wirklich angeregt wird zum Nachdenken. Weil gerade dieses, was richtet man damit an mit so einem Prozess? Was ist der Gewinn hinterher? Also ich bin jetzt, habe ich jetzt was zu denken, muss ich sagen. Vielen Dank. Gerne, das war eigentlich auch mein Bestreben. Also nicht um zu zeigen, also es geht nicht um Verharmlosung, ja, oder um Relativierung. Ach Gott, die Jungs haben es so schwer mit diesen Sachen halt, wollen wir nicht drüber reden. Sondern das ist, am Stammtisch weiß jeder, was zu tun ist und alle rufen gleich nach dem Henker. Damit ist nichts gelöst. Selbst dieser Schritt am Ende, dass er dann zur Staatsanwaltschaft geht, ja, und da auch hineingeht, das will ich gleich mal klarstellen, der geht da rein. Ja, also der bleibt nicht vor der Tür stehen, weil das auch immer als Frage kommt. Das ist im Grunde keine Lösung für den gesamten Konflikt. Das ist eine punktuelle Lösung für diesen Fall Dominik. Ja. Es ist aber für ihn der ultimativ wichtige Schritt, der muss getan werden. Ja. Da muss was passieren, da muss reagiert werden und er muss handeln. Deswegen reißt der Film an der Stelle aber auch ab, weil alles, was danach passiert, ist ein neuer Film. Also da jetzt alle roten Fädchen noch zusammenzunüsseln und zusammenzuknoten, was passiert mit der Mutter, was passiert mit den Jungs, was ist mit Dominik, das sind alles neue Geschichten. Und die sind nicht in 30 Sekunden erzählt. Das braucht Jahre. Also es wäre respektlos, daherzugehen und zu sagen, so in den 30 Sekunden, eine Minute erzählen wir noch, was im Rest der Welt passiert ist. Ja, Thema Sexualität, Priesterausbildung, Prävention ist natürlich ein bisschen zu spät, vielleicht für so eine schwerwiegende Frage, aber trotzdem ein Ansatz wenigstens. Ich habe es so ähnlich gemacht wie Sie, ich war auch mal auf dem Weg zum Priestertum. Und habe aber genau wie Sie noch rechtzeitig die Kurve bekommen. Ich sage ja rechtzeitig, ne? Ja, also vor der Weihe halt, denn nach der Weihe wird es dann schwieriger, ja. Meine Frage ist, also es liegt ja nun bei mir schon etwas länger zurück, im Rahmen der Priesterausbildung wurde über Sexualität praktisch nicht gesprochen. Nur im Rahmen der Vorbereitung als Priester, der die Beichte abnimmt, hat man ungefähr 100 Möglichkeiten genannt bekommen, was man im sechsten Gebot alles nicht tun darf. Ja, das war sozusagen Sexualität. Frage, haben Sie eine Übersicht oder glauben Sie, dass da jetzt besser damit gehandhabt wird? Denn man hört auch manchmal, dass jetzt vielleicht der ein oder andere dann doch die Priesterweihe bekommt, einfach weil es zu wenige Priester gibt. Obwohl man den Verdacht hat, wie es ja die Psychologin angesprochen hat, dass die Priester, ich sage es jetzt mal etwas salopp, bezüglich Sexualität alle einen kleinen Knick haben. Ja, ob die jetzt alle ob die alle einen Knick haben, weiß ich nicht, aber dann doch einige. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, also ich habe im Moment nicht den Überblick, wie das in der Priesterausbildung läuft. Ich war jetzt aber auch die letzten Wochen so auf Tour, will mich aber ehrlich gesagt
dann doch informieren. Ich habe natürlich noch so ein paar U-Boote in dem Bereich, die, also ich treffe mich 4-5 Mal im Jahr mit befreundeten Theologen und Priestern, und Professor ist auch darunter. Ich glaube, dass sich da viel geändert hat. Bei mir, Sie haben wahrscheinlich sehr viel früher Theologie studiert als ich. Bei uns gab es halt in den 90er Jahren 2 Abende, einmal im Grundstudium, einmal im Hauptstudium mit Dr. Struck, einem Psychologen, der herzerfrischend offen war, also da wirklich 2 Stunden lang kein Blatt vor den Mund genommen hat, dass also unsere Truppe da mit hochrotem Kopf saß. Und dann war das ausgestanden und dann war man da durch, so ungefähr. Wir haben untereinander, ehrlich gesagt, nicht besonders viel über Sexualität gesprochen oder wie Zölibat und so. Ich habe das für mich mehr oder weniger in Kauf genommen und es nicht ernst genommen und wusste, also je weiter ich im Studium kam, desto klarer wurde mir, ich werde ein massives Problem kriegen. Und habe das damals noch so abgetan. Also ich hatte im Studium auch Freundinnen. Also das ist, das wussten manche meiner Vorgesetzten auch. Die dann aber sagten, Herr Schneider, Sie müssen wissen, was Sie wollen. Dann war das irgendwann klar für mich, dass ich das dann nicht mehr wollte. Ich glaube, hoffe und gehe davon aus, dass das mittlerweile anders läuft. Und wenn jemand wie Pater Zollner sagt, so in der Priesterausbildung setzen wir jetzt auch mal so härtere Sachen ein, in der Hinsicht, dass die wirklich mal Aussagen von Opfern und auch von Tätern zu hören kriegen. Also wie sind die Dinge, wie haben die stattgefunden, in welchem Umfeld, wie ist es dazu gekommen? Also einfach eine Schärfung des Sinnes, aller Sinne dahingehend, in welche Situation man überhaupt geraten kann, dass es zu Übergriffen kommt. Also das war für mich am Anfang, als ich das Buch schrieb, auch die Frage, wie fängt man denn sowas an? Missbrauch. Also das, keine Ahnung, ja. Also man muss sich ja irgendwie mit diesem Thema so auseinandersetzen, dass man ein Gespür dafür bekommt, wie entsteht das? Wie kommt es zu so einer Situation? Aber, also, ich werde mich erkundigen. Mein fester Wille. Also ich, Bei mir ist ein ganz großes Gefühl von Beklommenheit entstanden bei dem Film, und zwar auch jetzt wieder, weil sie das immer nur aus der Perspektive der Erwachsenen und der Zerreißproben, in denen die Erwachsenen stehen, schildern, und das die Hauptperspektive ist des Films, haben sie auch gesagt, darum ging es ihnen, um zu zeigen, welche Schwierigkeiten man da eben selber mit seiner Positionierung als Erwachsene hat. Und Sie haben es auch vorhin erwähnt, dass es Leute gibt, die sagen, was ist eigentlich mit den Opfern? Das sind alles erwachsene Leute, die sich um sich sehr viel kümmern und ihre Standortfindungen machen. Und mir fehlt einfach wirklich die Verantwortung für die Kinder in dem Fall. Mhm. Es fehlt mir, dieser Junge, diese 2 Jungen, die wurden sehr plastisch gezeigt. Ich hatte immer Angst, jetzt springt er vom Dach, jetzt springt er aus dem Fenster. Also ich konnte es kaum ertragen, diese Perspektive von den Kindern, also von den Opfern, dass es so viel um die Erwachsenen geht. Die sind immerhin schon mal erwachsen. Ja? Hm. Die anderen sind die Schutzbefohlenen. Hm. Das ist, also das ist eine Entscheidung, die nicht nur ich, sondern auch die ich mit meinen Produzenten getroffen habe und auch mit der dramaturgischen Begleitung, diese Perspektive zu wählen, um mich auch nicht zu verzetteln an der Stelle. Ja? Also das ist... wie gesagt, es gibt ein paar Szenen, die mehr auf die Opfer eingehen. Wir haben uns im Schnitt dann dagegen entschieden, weil man tatsächlich den Faden verliert irgendwann. Also man gerät da in, ich will mal sagen, ins Unterholz, ja, und findet irgendwann nicht mehr heraus. Und am Ende einen Film zu haben, der irgendwie versucht, alles zu erzählen, und am Ende steht man dann trotzdem wieder da, wo man am Anfang war und versteht noch weniger, dem wollte ich entgehen. Es ist mir durchaus bewusst, dass das eine fehlende Perspektive ist, beziehungsweise eine, die man noch weiter hätte ausbauen können. Ja? Ich glaube, du kannst gleich wieder hochlaufen. Ich glaube, dass das aber, es ist trotzdem nochmal ein anderer Film. Weil ich kann die Perspektive nicht anfangen aufzuteilen. Oder ich bin, also dafür bin ich auch nicht erfahren genug als Filmemacher, so Multiplot, ja. Also da gibt es einen Erzählstrang, da gibt es einen Erzählstrang. Ich glaube, da hätte ich Schiffbruch erlitten an der Stelle. Ich will Ihnen auch da keinerlei Vorwürfe machen. Das ist eine völlig berechtigte Perspektive und wir sind alle erwachsen, wir müssen uns alle irgendwie positionieren. Aber ich finde, der klare Blick, wo man sich positionieren muss, kann nur werden, wenn man sieht, wo das Opfer ist. Und dass man als Erwachsener eigentlich für das Opfer sorgen muss. Und damit wird die Perspektive auch klar, wo man sich positionieren muss als Erwachsener. Finde ich richtig. Ich kann Ihnen aber auch nur eines dazu sagen. Also
diese Perspektive ist auch deshalb so gewählt, weil wir uns identifizieren können mit dieser Haltung. Ja? Vielleicht wird der eine oder andere sich auch mit einem Opfer identifizieren können, weil er Verletzungen erlitten hat, die in die Richtung gehen. Dann wissen diejenigen aber auch, was das für ein langer Prozess ist, als Opfer seinen Standpunkt zu finden und seine Haltung zu finden zu dem Ganzen halt. Und das ist wirklich, das ist eine eigene Geschichte. Ja, das habe ich so begriffen, aber vielleicht fehlt es an der Stelle auch, ja, weil sowohl Vera als auch Djokovic diesen Standpunkt nicht eingenommen haben, beziehungsweise zu sehr mit sich selbst beschäftigt waren an der Stelle. Aber auch das ist Teil dieser düsteren Geschichte. Das Versagen von Eltern an der Stelle, die anders reagieren wollen, aber irgendwie nicht können. Ja? Das ist das Erschreckende. Es wäre schöner, wenn es anders wäre, aber in den meisten Fällen ist es das nicht. Also ich finde, dass die Perspektive auf die Perspektive der Kinder weitgehend ausgeblendet waren, das fand ich durchaus richtig, weil wir sind ja auch in der Situation, wenn wir von einem Missbrauch irgendwo erfahren, dann reden wir nicht mit den Kindern und den Opfern, sondern wir sehen, wie Erwachsene sich verhalten und wir müssen uns zu den Erwachsenen verhalten, die Täter gewesen sind und müssen irgendwie damit klarkommen. Und meistens können wir mit den Opfern gar nicht reden und können deren Perspektive sowieso nicht sehen. Ich finde, das war schon ganz okay in dem Film. Ich habe mit einem Missbrauchsopfer sehr lange gesprochen. Das ist auch ein älterer Herr mittlerweile, der mir das schilderte, dass er im Zug als junger Student jemanden traf, von dem er wusste, auch der ist missbraucht worden vom Pfarrer. Und die saßen in einem Abteil und der beschrieb das, dass sie beide krampfhaft aus dem Fenster geguckt haben. Die haben nicht miteinander geredet, obwohl da der Austausch möglich gewesen wäre. Die haben das nicht über sich gebracht, obwohl es bei beiden 4-5 Jahre schon her war, schon in Anführungszeichen. Also da fand kein Gespräch statt. Ja? Und ich kenne die Geschichte von einem guten Freund von mir, der als Junge auch missbraucht wurde von einem Freund der Familie, wo es diesen Moment gab, der wollte übernachten, auch weil sie halt lange gesessen und getrunken hatten. Und es dann hieß so, ja, ich kann ja bei dem Kleinen pennen, dann erzähle ich ihm noch mal Geschichten vom Bund. Der war Berufsoffizier. Und das war ein Moment, wo Mutter und Sohn sich anguckten und die Mutter im Grunde diesen Blick auch interpretierte, ist das okay oder ist es nicht okay? Und das war der entscheidende Moment und der verstrich. Und der schlief in diesem Zimmer. Und das war der erste Übergriff. Aber beide haben instinktiv gemerkt, dass hier was nicht ganz okay ist. Schon in der Frage, ja, schon in dem Drängen, ich kann doch bei dem pennen. Ja. Und da war das Kind dann aber in den Brunnen gefallen. Also diese Perspektive einzunehmen, ist, glaube ich, verdammt schwer. Ich habe selber noch keine Kinder, aber ich hoffe, ich komme nie in die Situation, mich damit so auseinandersetzen zu müssen. Das ist jetzt nicht das Schlusswort, oder? Nee, ich habe auf jeden Fall noch was. Also das möchte ich noch hinterher schicken. Ich finde es ganz klasse, wie reflektiert du auch einfach sprichst über all das, was du an Themen da reingepackt hast. Und deswegen würde es mich besonders interessieren. Die Reihe heißt Was tut sich im deutschen Film? Und ich denke mir, du schaust dir auch viel an. Hat man ja auch schon so rausgehört jetzt, was du gesagt hast. Wie würdest du diese Frage denn beantworten? Was tut sich im deutschen Film? Und vor allen Dingen für dich als, naja, du hast jetzt deinen Debütfilm gemacht und wie geht's weiter? Ich meine, die Situation für Nachwuchsfilmer ist nicht die einfachste, sagen wir es mal so. Ja, wie geht's weiter im deutschen Film? Also ich finde, es ist auch da das Katholische schon, aber noch nicht, ja. Also ich glaube, deutsche Filme sind wesentlich besser als ihr Ruf, deutsche Kinofilme. Da wird dann oft immer gesagt, so ja, da ist auch viel Schrott dazwischen. Ja klar, der ist überall dazwischen. Ich glaube, die Geschichten, die wir mittlerweile erzählen, die wir eigentlich schon immer erzählen, das sind gute Geschichten. Handwerklich ist das völlig indiskutabel, das ist super Zeug. Ja? Also das ist State of the Art, das international absolut Bestand. Das Schwere ist, seine Geschichten durchzukriegen. Also ich habe jetzt 7 Jahre oder noch länger sogar daran gearbeitet. Das war zwischendurch auch öfter mal kurz vor dunkelrot.
wo meine Produzenten sagen, wir wissen nicht, ob wir es finanziert bekommen. Und dann steht man vor der schlimmen, schlimmen Aussicht, dass Jahre der Arbeit nicht nur in die Schublade, sondern unter Umständen in die Tonne wandern. Und das hätte mich, glaube ich, zerbrochen. Man braucht einen sehr langen Atem. Es ist vieles möglich geworden durch digitale Revolutionen, also man einfach sehr viel günstiger zum Teil arbeiten kann. Wir können trotzdem nicht so riesige Sprünge machen wie in Hollywood. Ist auch die Frage, ob wir das wollen oder sollten. Ja? Ich glaube, es ist, was wir brauchen, ist viel mehr Mut, Geschichten zum Zuge kommen zu lassen, die auf den ersten Blick vielleicht nicht danach aussehen. Man kriegt in Deutschland kaum Kinofilme hin ohne Senderbeteiligung. Also die braucht man halt als Co-Produzenten. Ich habe Glück gehabt mit meinen drei Ladies da vom SWR, Arts und Bayerischen Rundfunk. Das war eine sehr wertvolle Zusammenarbeit. Ich kenne Kollegen, da war das katastrophal. Ja, da geht es auch um Verwaltung von Steuergeldern. Aber Redakteure sind keine freien Produzenten. Die haben keinerlei Verlust am Ende, keinerlei Risiko. Und trotzdem, es besteht eine große Angst Geschichten gegenüber. Halt, die werden nicht verstanden oder das ist zu heftig oder was auch immer. Ich kann einfach nur sagen, und wenn es Pathos ist oder was auch immer, man muss seiner Geschichte vertrauen und dann geht man diesen Weg. Ja, also wenn man dann anfängt, alle möglichen Bedenkenträger zuzulassen am Tisch und all dem nachzugeben, dann hat man am Ende mediokre Scheiße. Das haben wir alle nicht verdient. Ja, es gibt tolle Filme, die die Möglichkeit haben müssen, dass man sie überhaupt sehen kann im Kino. Ja, also das alleine ist ja schon eine Katastrophe. Wir haben das Budget nicht für Marketing. Ja, also viele Filme werden überhaupt nicht so bekannt, dass sie irgendwo im Kino laufen. Mein Film war jetzt relativ stark in der Presse so. Trotzdem sind die Kinozahlen scheiße. Ja, also das ist, vielleicht ist es den Leuten zu schwer, keine Ahnung. 600 Filme im Jahr werden in den Kinos gespielt. Davon sind was? 130, 150 deutsch? Ja, die gehen, wie viel? 130. 130, die gehen dann auch noch unter. Und dann kommt man in ein Arthouse-Kino und sagt, ich wollte den Film sehen. Ja, der ist schon seit 2 Wochen draußen. Na, ich habe auf der Kinotour jedem gesagt, Leute, ihr müsst im Grunde am Startwochenende ins Kino gehen. Sonst gibt es eventuell das böse Erwachen, dass es keine zweite Woche gibt. Ja, ich hatte in Mannheim letzte Woche jemanden da, der sagte, warum sind so viele weiße Flecken auf der Landkarte, wo ihr Film läuft? Ich sagte, naja, wir haben 44 Kopien, da laufen wir jetzt nicht in den großen Cineplexen und in jeder Stadt. Und er sagte, ich bin mit meiner Frau 70 Kilometer gefahren, um ihren Film zu gucken. Also dann muss ich ihm am Ende eigentlich auch noch, keine Ahnung, also mindestens mal die Hand geben oder ihm das ist Spritgeld zahlen, weil das ist schon, das ist hart. Es ist brutal hart. Ich weiß, mein Film wird im Fernsehen laufen um 20.15 Uhr, das ist schon sicher. Das ist schon mal gut. Vielleicht schafft das auch in die ARD. Dann habe ich die Zuschauerzahlen, die ich eigentlich im Kino wollte. Aber das ist kein Film, also es ist ein Kinofilm, ich finde, den muss man auch im Kino sehen. Der hat die Visualität und die Größe und auch die Geschichte hat eben die Dramatik und das, was man im Kino, was Kino eigentlich ausmacht, ja. Ich meine, ich bin sehr sicher, dass viele von Ihnen nach Hause gehen werden und da noch lange drüber nachdenken werden. Ja, ist doch nicht nur Popcorn und Cola. Ich will, dass Sie nach Hause gehen, darüber nachdenken und am besten erzählen Sie es weiter. Ja, davon, ja, ich werde es sehen an den Kinozahlen. Das war doch eigentlich ein gutes Schlusswort. Genau. Dann würde ich doch einfach sagen, wir danken dir für deinen Mut, diese Geschichte zu erzählen und so lange durchzuhalten. Wir sind sehr dankbar, dass wir ihn jetzt auf der Leinwand haben konnten. Ganz herzlichen Applaus, ich danke Gerd Schneider. Ihnen. Dankeschön. Und danke, Rudolf. Ja. Und ich möchte Sie natürlich gern noch darauf hinweisen, wir haben im Mai 10-jähriges Jubiläum unserer Reihe Was tut sich im deutschen Film und haben uns da was ganz Besonderes ausgedacht, denn wir werden zwei, Regielegenden des deutschen Films bei uns haben. Roland Klick und Ulla Stöckel werden jeweils hier sein und beide sind wirklich Legenden des neuen deutschen Films oder dieser Zeit zumindest. Achten Sie drauf, das ist am 17. Mai und am Pfingstmontag. Einen guten Nachhauseweg und bis bald. Tschüss.